Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder auf unserem Kanal der blaulichen Oldtimer-Freunde Märkisch-Oderland mit Sitz in Eckersdorf bei Strausberg. Muss ich immer dazu sagen, weil es gibt noch ein zweites Eckersdorf, das ist aber bei Müncheberg. Wird ab und zu mal ganz gerne verwechselt. Gut, nichtsdestotrotz, heute Teil 2. Ja, man kann es schon wieder erahnen. Unser Lieblingsthema zurzeit. Robotronencomputer, obwohl ich immer wieder, was ich schon im ersten Teil sagte, betonen muss, wir sind hier absolut keine Konkurrenz. Wir werden es auch nicht weiter ausbauen, dass wir uns jetzt da noch einen Computer besorgen und da noch einen Computer stehen. Angebote sind, ja, aber erstens, wir haben ja keinen Platz mehr und zweitens, wir mussten uns hier auch erstmal durchwursteln. Gut, worum soll es heute hier im Teil 2 im Großen und Ganzen gehen. Wir haben uns gedacht, machen wir einfach ein bisschen was über Software. Ich muss gleich dazu sagen, wir sind hier nicht die Experten, ja. Das werden wir uns auch nie anmaßen. Da gibt es Leute, die können da mit Bits und Bytes und weiß der Kuckuck was rumhantieren, die schreiben da Programme, da wackeln einem die Ohren, da muss man erstmal kicken, was ist das überhaupt, ja. Wie gesagt, wollen wir nicht, schaffen wir nicht und ist auch nicht Sinn und Zweck hier von unserer Sache. Ja, wie gesagt, wir haben ja den, hier steht er, ja, unseren Robotron PC 1715 hier im Hintergrund. Das ist der Bildungscomputer von Robotron, der 5105, um den soll man heute weniger gehen. Und hier Janssen, die Koffer sieht man, ja, mit unserem tollen, selbstgebastelten Bildschirm. Ja, wir wollten da jetzt einen super modernen Flachbildschirm oder irgendwas hinstellen und da konnten wir relativ günstig, ja, einen Flachbildschirm in eben selbst gebastelten Holzhäuser stellen wir irgendwann auch mal vor, ja, wenn wir Zeit und Lust haben. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. So, das ist natürlich immer ganz schön. Man hat sich jetzt hier entweder so ein 1715 oder diesen Bildungscomputer irgendwo, ich sage mal jetzt, besorgt. Vielleicht jetzt Dachbodenfund, Scheunenfund, ihr kauft oder weiß der Kuh, was das alles für Möglichkeiten gibt, um an eins dieser Teile zu kommen. Im ersten Teil hatten wir ja schon ganz kurz erklärt, Inbetriebnahme, was brauche ich überhaupt, Systemdisketten und so weiter und so fort, die unterschiedlichen Betriebssysteme auf diesen beiden Computern, beziehungsweise ja, wo wir zum KC85-3 unser Filmchen gedreht haben, was dort an Besonderheiten ist. Und man ist natürlich immer ganz stolz und auch ganz zufrieden, wenn man so ja noch Originalliteratur mit dazu bekommt, ja, zu den einzelnen Rechnern. Obwohl ich gleich sagen muss, das gibt sehr gute Webseiten, da muss ich immer wieder verweisen auf die Webseiten hier von Robotron, ja, Robotron Museum, dann Uwe Zander und so weiter und so fort, wo man auch gewisse Literatur im Groben sich herunterziehen kann, ja, teilweise als PDF muss man dann entweder ausdrucken oder einfach mal lesen, rein informativ. Ja, und wie gesagt, wir haben hier oben auch noch einen ganzen Haufen ausgedruckt, ja, verschiedene Sachen. Aber auf der anderen Seite, sage ich mal, ist doch immer schöner, wenn man noch so ein bisschen was Originales hat. Ja, das sind alle Papier, was so. Ja, wenn wir nichts weiter hatten, aber Holz und Papier hatten wir jede Menge. Ja, wahrscheinlich, weil wir kein Chlor hatten, oder? Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, wir fangen jetzt mal an, was wir so hier an Literatur haben. So, da ist er wieder. Fangen wir mal an. Worüber man immer ganz stolz ist, wenn man so was hat. Und zwar haben wir hier für unseren 1715 PC, ich sage mal, die Bibel. Ja, kann man bezeichnen, wie man will, ob Bibel, Manifest oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall sehr interessant, gerade für Einsteiger, die sich jetzt dieses Gerätchen zugelegt haben, ja, um mal so die ersten Schritte zu lesen. Ja, wie funktioniert das überhaupt? Ja,
Ich hab mir mühevoll das Ding jetzt hingestellt, hab das versucht, alles anzuschließen. Ja, ich schalte ein. Irgendwo leuchtet was, aber auf dem Bildschirm erscheint nichts. Ja, dann hilft dieses Buch vom Prinzip her weiter, indem es sagt, Junge oder Mädel von mir aus, du brauchst noch eine Systemdiskette dazu mit dem entsprechenden Betriebssystem. Ja, gibt ja verschiedene, die auf dem 1715 laufen. Betriebssysteme kommen wir noch zu. Ja, aber wie gesagt, kann ich schauen, kriegt man auch noch im Antiquariat. Ja, ist ja nicht mal allzu teuer. Ja, wie gesagt, wer Interesse und Lust hat, soll sich mal besorgen. Gut, dann haben wir noch praktisch die zweite Bibel, auch noch original von VEB. Wo ist das her? VEB Robotron Büromaschinenwerk Semmerda und von Robotron Export Import. Weiß zwar nicht, was wir importiert haben, aber wird schon irgendeinen Sinn haben. Ja, wie gesagt, das ist das Begleitheft. Ja, hier für unseren 1715 Robotron Computer. Auch sehr interessante Sache, weil da stehen einige Spezifika drin, die in dem anderen Buch, ich sag mal in der Bibel, nicht so drin stehen, welche aber auch ja nicht so interessant sind für den Bediener. Sagen wir einfach Bediener. Ja, ja, machen wir weiter. Ganz kurz haben wir hier noch ein wunderschönes Heftchen. Da haben wir verschiedene Druckertypen, wo wir bloß einen Drucker haben. Wir haben ja hier den K6313. Ich hoffe, sieht man hier oben so ein bisschen. Da steht er. Nee, funktionstüchtig. Wollen wir auch noch einen Film machen, fällt mir gerade ein. Na gut. Wie gesagt, kann auch nicht schaden, hat uns auch weitergeholfen, um das Ding hier oben lauffähig hinzukriegen. Übrigens, den haben wir jetzt hier am 1715 dran. Den Drucker. Ja, und zu guter Letzt, nee, nachdem wir jetzt alle vom Prinzip her durch haben, fehlt noch die Beschreibung des Monitors. Nun kann natürlich sein, dass das jetzt hier, weil wir haben noch eine für die Monitorserien, dann 23, 25 und so weiter und so fort. Ich habe das jetzt einfach mal ausgesucht. Oh, wunderschön, ist noch original. Ja, hier mit ja, solchen Folien hier drin. Ja, Polylux-Folien. ja, konnte man auf so ein, heute sagt man, Overhead-Projektor. Wir haben damals Polylux gesagt, Feierabend, Schluss, raus die Maus. Ja, hörte sich auch viel besser an. Ja, haben wir jetzt immer hier so ein Teil zu stehen. Hier im anderen Zimmer. Traum aus, bloß nicht einzuschalten. Da ist eine riesen Birnenlampe drin. Birnen wachsen am Baum. Ja, Lampe. Glühlampe. Ich vermisse auch mal. Ja, das Ding rausschaffen im Sommer. Eine Verlängerungskabel, dann mal einschalten. Entweder knallt und fliegt uns um die Ohren. Na gut, dann hoffe ich, dass die Krankenkasse die Kosten übernimmt. So, das war halt erstmal zur Hardware. Ja, wie gesagt, vom Harten zum Weichen, also zur Software. Ich habe ja auch Software, nee, also kann man auch Software sagen. Obwohl, bietet der nichts gemeinsam hat. Ja, ich meine jetzt das Eis und natürlich die Ware. Obwohl ja betet Ware ist. Gut, wichtiges Heftchen für uns, was wir erstmal gelesen haben, das gibt es auch als PDF, so ja, ein bisschen überarbeitet. Jetzt müsste ich lügen, auf der Robotron-Seite oder beim Ulrich Zander. Ja, wirklich sehr interessant für die ersten Schritte an so ein Ding hier machen. Ja. Und zwar ist das Systembuch SC. Gibt es noch ein spezielles SCPX, was dann mehr so für die Rechner ist. Robotron, jetzt müsste ich lügen, wie die Dinger heißen, 1520 oder 5120, und zwar war das gewesen. Ist eigentlich vom Prinzip her ein und derselbe Abklatsch. Wenn die Software eben für einen anderen PC geschrieben ist, aber auch läuft auf dem 1715, dann ist das hier drin vermerkt. Ja, wie gesagt, interessantes Heftchen. Ja, hat uns auch sehr viel weitergeholfen.
Kommen wir zum nächsten. Auch wieder original. Ja, und zwar geht es hier in diesem Heftchen um das Programm Dienst. Das Programm Dienst selber ist, wenn das jetzt nicht irgend so eine Diskette ist, die neuzeitlich hergestellt wurde oder sonst irgendwas, sondern ein originales Update ist, dann ist das mit auf der Systemdiskette schon mit drauf. Ja, lässt sich dann einfach aufrufen. Hatten wir am ersten Teil gehabt, A, Doppelpunkt, Prompt und dann einfach Dienst eingeben, Enter-Taste drücken und dann ist man in diesem Programm. Wozu das im Einzelnen noch gut sein soll, kommen wir noch zu. Scheint ein beliebter Spruch von mir zu sein, kommen wir noch zu. Dann auch eine Rarität gefunden beim Aufräumen. Ja, ab und zu räumen wir mal hier drinnen auch auf, ne? Beziehungsweise müssen umräumen, weil wir, ja, wie gesagt, nur sehr begrenzten Platz haben. Und zwar ist das die Zeitschrift Impuls. Kennt kein Schwein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch 10 Klassen POS gehabt und kenne ich nicht. Das ist eine Schülerzeitschrift für Physik, Chemie und Biologie. Ja, nennt sich Impuls 68, hat mal eine DDR-Mark gekostet. Ja, hat einen Index und so weiter und so fort. Wurde von einer Universität in Jena angefertigt und hat hier das Thema, hier unten sieht man das, ja, Basic extra und ist speziell für die Reihe KC 85 3 und 4. Aushöhe, Programmierung in Basic, kleine Programme drin und so weiter und so fort, um die Sache mal schick zu machen. Also das ist eigentlich für den denn hier hinten besser geeignet. Gut, wollte ich bloß mal so ganz kurz. Dann haben wir die nächste Software, auch wieder interessante Heftchen. Ja, RedaBus. RedaBus war ein Datenbankbetriebssystem, welches speziell für SCP geschrieben wurde, aber ich habe irgendwo gelesen, auch für andere Betriebssysteme wie UDOS und so weiter, ja, mit ähnliche Programme. Letztens sagte mir, alles alt, Abklatsch hier und ja, ich sage immer, Abklatsch hin, Abklatsch her. Auf der anderen Seite sage ich immer, warum sollte man in der DDR das Fahrrad das zweite Mal erfinden, wenn man schon irgendwo Software hatte, hat irgendwie die Lizenz mehr oder weniger erworben und hat das denn seinen Bedürfnissen angepasst. Wie gesagt, RedaBus ist hier ein Datenbankbetriebssystem. Dann haben wir noch ein anderes wunderschönes Heftchen, das hat uns übrigens sehr geholfen. Und zwar geht es hier um das Programm BASC. Da gibt immer BASI und immer BASC. Also hinten mit einem Cäsar und das andere mit einem Ida. Jetzt wird er natürlich sagen, ja, was soll der Quatsch? Ihr bearbeitet ja keine Programme, ihr erstellt ja nichts. Nee, aber das brauchen wir, dieses Programm. Weil wir starten ja den 1715 hier mit SCP. Ja, dort können wir alle maschinenlesbaren Programme praktisch abarbeiten. Dort geht. Also alles, wo hinten steht hier, Glocom oder so ähnlich, ja, das können wir alles abarbeiten. Programme, wo hinten die Dateiendung BAS oder so ist, ja, also Basic-Programme, das geht nicht. Da kannst du einnehmen, was du willst, Load, Anführungsstriche oben, unten, seitwärts, das weiß der Kuh, was? So wie du auf der Enter-Taste drückst, wird nochmal der Dateiname geschrieben und dahinter kommt ein Fragezeichen, beziehungsweise umgedreht, erst ein Fragezeichen und dann, also er weiß damit nicht anzufangen. Jetzt haben wir natürlich auch schöne Spiele mit dazu gekriegt, natürlich fast alle Basic-Spiele, ja. Ja, wie kriegt man die zum Laufen, ne? Und das ist hier drin wunderschön beschrieben. Ganz einfache Sache, man muss bloß drauf kommen und man muss das auch mal gelesen haben. Und dann haben wir die nächste Software, nennt sich ganz kurz TP. TP ist ein Textprogramm, ja, wo man vom Prinzip her einfache Sachen, obwohl, ich sag mal, für die damalige Zeit einfach jetzt zu sagen, ja, den konnte unterstreichen, Zeilenumbruch machen und. Ist natürlich ein bisschen komplizierter, als wenn ich das heute mit Office oder sonst irgendwas mache. Aber wie gesagt, haben wir
hat uns auch weitergeholfen, einige Sachen zu verstehen. Dann haben wir noch so ein ähnliches Heft, natürlich ein bisschen schöner gehalten, also nicht in diesem schnöden Weiß oder in dieser schnöden hellen Farbe, weiß kann man dazu auch nicht mehr sagen. Zahn der Zeit nagt auch am Papier. Aber wie gesagt, ebenfalls hier auch wieder Textverarbeitung, TP, die Software-Dokumentation als Schulungshandbuch. So, dann haben wir noch KP, Kalkulation, hat man das schon, Kalkulation. TP hatten wir, ach ja, doch, Kalkulation hatten wir schon, aber dazu haben wir eben, wie gesagt, oh hier, das Kalkulationsprogramm KP nochmal wunderschön als Bedienungsanleitung. Ja, und zu guter Letzt, wir wollen das ja hier nicht allzu doll ausmalen, haben wir noch für unseren 1715 diese vier Heftchen. Ganz kurz, nur mal. Hier haben wir das praktisch das Handbuch für das Betriebssystem SCPX, was ja hier auf unserem 1715 läuft. Wir haben übrigens auch ganz große Kino. Forsten die ganzen Disketten durch, ne, und finden auf einmal CPA. Jo. Unterscheidet sich ein bisschen, kommen wir noch dazu. So, dann haben wir das Heftchen Nummer 2. Hier geht es speziell um den sogenannten Basic Interpreter, was ich vorhin schon sagte, hier diese BASI, und um den Compiler, ja, Compiler, wie man dazu sagen will. Ja, ihr wisst ja, im Englischen haben wir das nicht so. Und auch lesenswert, kann man mal sich zu Gemüte ziehen, muss man natürlich nicht, wa? Dann haben wir noch Heft 3, da geht es dann um Assembler-Programmierung im Einzelnen, das ist rein informativ. Und dann das Heftchen 4, was vielleicht interessant ist, das ist praktisch das Handbuch Arbeiten mit Tabellen und Arbeitsblättern für die einzelne Software. Ja, ob das jetzt TP ist, KP ist oder sonst irgendwas. Ja, gut, wie gesagt, ist kein Muss, wenn er sowas aber kriegt, haut er nicht weg, lest euch das durch, legt euch das irgendwo hin. Man kann immer mal nachschlagen und nachlesen. So, nachdem wir jetzt mal den ganzen theoretischen Quatsch, die Literatur und so weiter so ein bisschen durchbüffelt haben, geht das jetzt mal weiter mit einigen Sachen. Über die Systemdiskette haben wir uns ja schon unterhalten im ersten Teil. Wie gesagt, diese braucht man. Hat man diese Systemdiskette nicht, dann sieht das Ganze, wenn es gut ist, der Monitor in Ordnung ist, ungefähr so aus. Ich muss dazu sagen, der muss mal überholt werden. Ganz so hell darf das Viereck nicht sein. Ja, aber wie gesagt, das, was ich im ersten Teil sagte, hier mit dem Essiggestank, hat zum Glück nachgelassen. Kann natürlich daran liegen, dass wir Raumduft hier drin haben. Nee, war ein kleiner Spaß gewesen. Ja, wie gesagt, der Essiggeruch ist zum Glück wieder weggegangen. Warum auch immer. Kann damit zusammenhängen, dass es sein letztes Lebenszeichen ist oder sonst irgendwas. Gut, wie gesagt, wir haben das so. So, erinnert euch, Diskette in Laufwerk A, das ist bei uns hier das ganz linke, den Verriegelungshebel rum, und dann dauert das ein bisschen, weil er liest jetzt das System ein. Und wir haben sogar die Diskette erwischt, die wir uns selber mühevoll erstellt haben. Wir haben damals haben wir die Hauptdiskette mit dazu bekommen, ja. Mit x-tausend Programmen drauf und weiß der Kuckuck was. Und dann haben wir so ein bisschen rumexperimentiert und haben uns, was ich auch jedem empfehle, wenn er die Möglichkeit hat, uns eine Sicherheitskopie der Hauptdiskette praktisch erstellt. So, jetzt sieht man PC 1715, das ist das gute Teil hier. SCP-System 780 Kilobyte. So, damit ist natürlich nicht das System gemeint, sondern die Diskette. Warum erwähne ich das mit die 780 Kilobyte so? Das andere Betriebssystem, was wir hier noch haben, das CPA 1715, das hat nämlich 800 Kilobyte.
Und das muss auch so formatiert werden. So, dann sieht man hier, da sind wir ganz stolz drauf, Blaulicht, Freunde, Start 17:15, ja. So, RW beschreibt oder sagt uns vom Prinzip her aus, dass die Diskette sowohl gelesen als auch beschrieben werden kann. Ja, und wir haben Space hier noch frei, 82 Kilobyte. So, dann haben wir hier unsere Eingabeaufforderung A und den Prompt. Und wir geben ein einfach den Befehl dir und kommen in die Directory. Wir haben uns hier einige Programme mal zusammengestellt. Eins der wichtigsten Programme, wenn man sich zum Beispiel eine Sicherheitskopie oder sonst jetzt anderes anstellen oder anlegen will, ist zum Beispiel InstScp, ja, wo man auch bestimmte Parameter hier praktisch für den 17:15 sich zusammenstellen kann. Sei es jetzt die Bildschirmauflösung, ja, andere Parameter wie zum Beispiel die Diskettenlaufwerke können einzeln zugewiesen werden, ja, mit unterschiedlichen Kapazitäten, ja, darauf, also 800 Kilobyte, 780 Kilobyte, 5,25 Zoll Laufwerk, 8 Zoll Laufwerk, je nachdem, was man alles so hat. Ja, wie gesagt, so sieht dieses SCP-System aus beim Starten. Macht euch jetzt nicht verrückt, wenn der ein oder andere jetzt guckt und sagt, oh, die Datei habe ich gar nicht drauf oder ich habe ja viel mehr Dateien drauf und ja, kann alles sein. Wie gesagt, wir haben uns das so hier zusammengestellt. Ja, hier zum Beispiel diese Reda-Bars hatten wir ja schon in der Literaturvorstellung gehabt. Ja, das ist dieses Datenbankprogramm. Dann haben wir hier noch so verschiedene andere drauf. TP für die Textverarbeitung. Ja, DiskCopy auch ein interessantes Programm. Ja, wenn man Disketten kopieren will, beziehungsweise auch einzelne Dateien. Ja, was nehmen wir da als Beispiel? Ach, wir haben hier die Spiele-Disk. Ja, da sind ja Basic-Programme drauf, diese mit der Dateiendung hier BAS. Ja, da ist es zum Beispiel ganz ratsam, wenn man sich dieses Programm hier basi.com, also .punkt, klar, so basi.com mit auf diese Diskette rüber kopiert, weil dann kann man nämlich ohne groß umzustöpseln oder mit Laufwerk A starten, in B ist die Diskette drin mit den Spielen, ja, gibt es dann auch einen Befehl, wie man das aufrufen kann. So, wir haben jetzt mal die Diskette gewechselt und haben jetzt das Betriebssystem CPA-A hier drin, und zwar in der Version vom 3.1.1989. Ja, TPA, das sind hier bestimmte Adress- oder Speicher, Adressspeicher-Zuwendung, ja, mit BIOS-Motor, Monitor, Entschuldigung, und welche Disketten vom Prinzip her als physische Laufwerke hier angeschlossen werden können, ja, dann die Zuordnung hier zu verschiedenen Kanälen, Portadressen und so weiter und so fort. Als Abschluss macht denn dieses Programm hier noch einen RAM-Test für den TPA-Bereich, ja, und sagt uns freudestrahlend, TPA ist okay. Ja, das sagen wir auch, ne, TPA. Was übrigens nicht Transportpolizeiamt heißt, ne. Ich weiß doch wohl nicht, was das richtig heißt. Gut, dessen ungeachtet, gleich, achso, was noch wichtig ist, das ist jetzt auf einer 800 Kilobyte Diskette. Muss man darauf achten, wenn man dieses System dann sich eine Sicherheitskopie erstellen will, dann muss man auch zwingenderweise die Diskette auf 800 Kilobyte formatieren, im Gegensatz zu dem anderen Betriebssystem hier, SCPX, da reichten dann 780 Kilobyte.
Kommen wir auch noch zu. So, der altbekannte Befehl dir für Directory und wir sehen, was da alles drauf ist. Das ist hier eigentlich dieses AdOS. Da drin steckt das Betriebssystem. Ja, ich glaube AutoExeBud und so, das haben wir bei diesem hier ja nicht. Aber wir haben hier auch wieder die berühmten Programme BASI, ja, BS, BASC und so weiter und so fort. Ja, DiskCopy. Was wichtig ist, wenn wir uns eine, ja, ich sag mal jetzt eine Sicherheitskopie erstellen, ist das ein bisschen anders. Also so haben wir das festgestellt, wie mit dem SCPX. Ja, hier muss ich, also weiß jetzt nicht, ob wir das richtige Programm hatten oder irgendwas. Als erstes Format TPX aufrufen. Damit formatiere ich die Leerdiskette. Ja, wenn ich die dann formatiert habe in diesem 800 Kilobyte Format, dann gehe ich aus diesem Programm hier Format TPX raus und rufe das Programm CPA 1715G auf. Das Doofe ist, in keinem Handbuch wird diese Datei praktisch so gekennzeichnet und schon gar nicht hinten mit dem G. Warum hier das mit G ist, entzieht sich unserer Kenntnis, wissen wir nicht. Mit diesem Programm schreibe ich vom Prinzip her die 0 oder die 0 Spur auf die Diskette, wo das Betriebssystem abgelegt wird. Alle anderen Dateien kann ich dann vom Prinzip her nach und nach wieder hier mit DiskCopy mir auf die Diskette rüberholen. Ja, hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Ja, nochmal zur Eingabe vom Prinzip her. Wir rufen mal das Programm auf hier, CPA, CPA 17, 15 und ein Gustav noch dazu. Und gucken mal, was er macht. So, Anlegen einer neuen Systemdiskette Version vom 7.04.1987. So, jetzt hoffe ich, dass der Monitor nicht kaputt gegangen ist. Nein, es geht natürlich weiter hier im Staate Dänemark. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier wieder A und den Prompt. Und können dann vom Prinzip her mit diesem Programm, wie gesagt, hier ja, uns die wichtigste Datei, nämlich dieses AdOS, hier auf die Spur 0 der Diskette rüber kopieren. Ja, was haben wir noch? DiskCopy, auch interessant. Also mal kicken hier, DiskCopy. So, DiskCopy from Drive, da gehen wir jetzt ein, als Beispiel A, haben im Laufwerk B, was ja daneben ist, eine Leerdiskette oder eine Diskette, wo sich schon Dateien drauf befinden, aber noch genug Speicherplatz vorhanden sein muss. Und dann geht es vom Prinzip her relativ einfach mit dem Kopieren der Dateien von A nach B. Jetzt haben wir ja keine Leerdiskette hier. Nehmen wir einfach mal eine andere. Das ist ja auch nur, damit ihr halt mal seht, wie das funktioniert. Oder dass das überhaupt noch funktioniert. Oder schon wieder funktioniert. Ja, so. Also, from Drive A to Drive. Russisch. Freunde der russischen Sprache wissen natürlich ganz genau, was damit gemeint ist. Nach B. So. Schweiz-System-Tracks sollte man ja, also yes in dem Fall, praktisch anklicken. Wir machen es jetzt nicht, weil wir wollen uns hier die Diskette nicht vertüdeln. So, dann ziehen wir den ganzen Kladderadsch wieder raus. Immer wichtig daran zu denken, will ich den Computer ausschalten, alle Disketten raus. Will ich nur einen Warmstart machen? Ja, so wie Ecke jetzt hier,
drücke einfach unten auf die Taste Reset. Dann kann die Diskette drin bleiben. So, und schon sind wir wieder in dem System drin. So, Fehler gefunden. Oh, peinlich, peinlich, peinlich. Wir haben ja das Betriebssystem CPA 1715 drauf gehabt. Und deswegen konnten die praktisch nicht miteinander harmonieren. Aber wir versuchen das jetzt mal. Ich muss mal ein Mikrofon hier nehmen. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Und zwar mit BASI. Das sollst du mir vom Laufwerk B laden. Und zwar mit dem Namen Golf.BAS. So, nochmal ganz kurz. Wir sind hier Laufwerk A. Da ist die Datei BASI, ja, also der Basic-Interpreter drauf. Dann wollen wir das Spiel Golf.BAS. Also praktisch ein Basic-Programm, jetzt fange ich schon an, hier die Buchstaben zu verstapeln. Und das Ganze ist auf Laufwerk B. Ja, so, jetzt drücken wir mal Enter. Dauert natürlich wieder einen kleinen Augenblick. Ich meine, ihr könnt zwischendurch ein Lied singen oder so. So, der Basic-Interpreter meldet sich, diesmal mit der Version SCPX 1.4. So, Champion mit Punkten und so weiter und so fort. So, wie heißen sie? Könnten wir jetzt alles einnehmen. Machen wir einfach mal hier so. Hahaha. Ha, ha. So, zacki. So. Und, ja, wie gesagt, Golfspiel. Ne, wunderschöne Sache. Irgendwo fliegt hier so ein Golfball. Ja, so. Naja, den tieferen Sinn haben wir noch nicht so entdeckt. Ne, erstes Loch. Ja. Paar 4, 77 Meter. Aber das haben wir seht, es funktioniert. Ja, man kann also auf dem Ding auch Basic-Programme ausführen. So, jetzt knallt das Ding da irgendwo hin mit minus 152. Gut, das war es erstmal gewesen. So, dann hoffen wir, dass wir euch nicht allzu doll gelangweilt haben, was natürlich nicht in unserer Absicht lag. Pionier-Ehrenwort. Wie gesagt, wir sind keine Fachleute. Wir haben uns das größtenteils alles angenommen bzw. angelesen. Ja, da würde ich jedem, der da Interesse hat, empfehlen, wirklich das Robotronforum, .de. Ja, würde ich wirklich jedem empfehlen, dass man sich dort auch anmeldet, ordnungsgemäß, sich dort auch mal dann vorstellt. Ja, und dort gibt es wirklich hilfreiche Kameraden, die Ahnung haben, die so manchen Kniff einem auch erklären. Ja, wie gesagt, für die, die Interesse haben, die anderen sollen in das Forum gehen. Wie pflege ich meinen Garten? Oder, ach, was die schon wieder erzählen, die Blaulichtfreunde, ich abonniere die ab. Oder weiß der Kuh, was macht man da wohl? Ja, gut, hier noch geschwappelt. Ja, ach so, bevor jeder fragt, die Tasche hier hinten, nee, das ist eine original DDR. Ja, also eine, konnte man für die Schule nehmen, haben genau die Schnellhefte reingepasst und Bücher, Federtasche und so weiter und so fort. Nee. Ja, muss es auch geben. Gut, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Däumchen, möglichst nach oben, nicht nach unten. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht ihr trotzdem auch ein Däumchen. Über ein Abo freuen wir uns und da auch nochmal schönen Dank an die, jetzt müsste ich lügen, 1930 Abonnenten. Ja, macht Spaß, wenn man das so sieht, die so leicht steigende Zahl. Wenn man das jetzt auch noch mit der Wiedergabezeit unserer Filmchen so ein bisschen hinkriegen, da sind wir nämlich auf dem absteigenden Ast. Ja, die Durchschnittswiedergabezeit liegt so bei 5 Minuten. 26 Sekunden. Das ist so, gerade so. Ja, woran das liegt, wissen wir nicht. Entweder quatschig zu Fülle oder quatsch zu dämliche Zeug oder das Thema ist zu uninteressant. Ja, wie gesagt, das Einzige, was wir jetzt wirklich noch vorhaben, das ist mal ja, unseren Drucker vorzustellen. Ja, weil, ich sag mal, wer sich schon hier so ein
Rechner besorgt, ob das jetzt der 1715 ist oder hier der 5105 oder irgendeinen anderen. Ja, will natürlich auch mal bestimmte Sachen ausdrucken. Ja, wie zum Beispiel, da haben wir auch immer geknobelt, wie das, die Directory mal ausdrucken. Ja, weil mal ist er auf dem gesamten Bildschirm drauf. Ich muss mal auf den hier zeigen, den sieht man besser. Ja, und läuft, was man übrigens diese Laufschrift dann unterbrechen kann mit Ctrl S. Das haben wir auch schon rausgekriegt. Es gibt noch ein Programm, das haben wir jetzt aber nur auf dem 1715 hier vorne. Hardcopy, ja, wo vom Prinzip her dann der Bildschirm Text ausgedruckt werden kann. Und dazu ist so ein Drucker ganz schick. Wie gesagt, kommt Zeit, kommt Film. Bis dahin bleibt gesund und munter. Ja, vergesst das Däumchen nicht, das Abo, liebe Grüße und so weiter und so fort. Naja, ihr wisst schon mal. Also, bis zum nächsten Mal, eure Blaulicht- und Oldtimer-Freunde.